Ihr sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und am Ende tut euer Rücken weh? Wir haben heute ein paar Tipps und Tricks, wie ihr Rückenschmerzen im Berufsalltag vermeiden könnt. Während der Fahrt zur Arbeit, am Schreibtisch, in der Kantine und abends auf der Couch. Ein durchschnittlicher Büroangestellter sitzt zwischen 6 und 10 Stunden am Tag. Doch stundenlanges Sitzen ist nicht gerade gesundheitsfördernd, insbesondere für den Rücken. Was man dagegen tun kann, darüber möchten wir heute sprechen. Und ich habe dazu einen Experten eingeladen, Marc Hübers. Er ist Fitnesscoach und Ernährungsberater. Hallo Marc. Hi. Ja genau, ich sorge dafür, dass sozusagen Unternehmen und Geschäftsführer ihren Mitarbeitern was Gutes tun und dementsprechend die Performance ihres gesamten Unternehmens durch verschiedene Übungen, die wir im Büroalltag mit einnehmen, zu verbessern. Genau. Ja, super. Dann erzähl doch einfach mal, was so Ursachen für Rückenschmerzen sind bei den meisten Büroangestellten. Ja, du hast das ja gerade schon ganz gut angeteasert, indem wir ja super viel sitzen, super viel im Auto fahren und dementsprechend verkürzt die ganze Muskulatur, weil wir uns in einer Position den ganzen Tag befinden und der Muskel oder der Körper ist halt jemand, der sich an alle Situationen anpasst. Und dementsprechend passt es sich an das Sitzen an. Und was machen wir nachts? Wir legen uns nicht gerade auf den Rücken, um zu dehnen und zu entspannen sozusagen, sondern weil es einfacher ist, gehen wir die Embryostellung, oftmals Seitenschläfer. Und dadurch entsteht immer mehr Spannung im Körper, was natürlich dazu führt, dass sobald ich mich dann aufrichte, der Zug und die Spannung in den Muskeln so hoch ist, dass ich permanent Nacken, oberer Rücken oder unterer Rücken, je nach Typus, halt die Schmerzen so hoch werden durch diese so hohe Spannung in der Muskulatur. Und was gibt es da so für Übungen, um Rückenschmerzen zu vermeiden? Genau, also wir haben jetzt ein paar mitgebracht, die ich dir jetzt auch dementsprechend zeige. Wir sehen ja im Hintergrund schon ein paar Materialien. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Ball an. Dort zeige ich dir einfach mal eine Übung. Setz dich einfach mal drauf. Genau, und jetzt kannst du einfach hingehen und das Becken vor und zurück klappen. Genau, wieder vor und zurück. Und das ist halt schon eine Übung, die Wirbelsäule und der Beckenboden arbeiten jetzt. Vor und zurück. Und du entlastest sozusagen den Rücken, indem du jetzt in der neutralen Position reingehst und wieder in die normale. Zack und wieder zurück. Dann kannst du auf dem Ball auch kreisen. Das Ganze kann man super an einem Bürostuhl machen, beziehungsweise an einem Bürotisch, wo wir einfach kreisende Bewegungen machen. Das kann man super zwischen den Tagen einbauen. Wichtig ist, dass wir Dynamik einbauen. Heißt also den Schreibtischstuhl, mal den Ball und die viele Geschäftsführer oder viele Chefs gehen da mittlerweile hin, stellen höhenverstellbare Schreibtische, dass derjenige auch aufrecht mal stehen kann. Denn oftmals ist es ja so, dass wir den ganzen Tag so vorm Schreibtisch sitzen und wir müssen dahin gehen, dass wir uns einfach aufrichten und von dem immer wieder in diese Position reingehen, damit wir halt nicht im Alltag, wenn wir jetzt zum Beispiel uns so wie jetzt auch unterhalten, in diese Position fallen, sondern der Muskel stark genug ist, um einfach hier die Spannung rauszunehmen und locker zu werden in dem Bereich. Und dazu habe ich hier ein Band mitgebracht, das darfst du dir gerne mal in die Hand nehmen. Ja, gerne. Du nimmst es jetzt einfach und ziehst es auseinander zur Brust hin. Wie weit sollen die Hände voneinander sein? Schulterbreit. Genau. Und dann auseinanderziehen und wieder zusammen. In dem Moment trainierst du jetzt halt den hinteren Teil des Rückens. Genau, und gehst halt von dieser Position in diese aufrechte Position, was natürlich für Selbstbewusstsein sorgt, weil ich einfach aufrecht viel besseren Standpunkt habe. Dafür ist diese Übung mit dem simplen Band ganz, ganz gut. Ist auch sehr einfach anzuwenden. Genau. Und zudem haben wir jetzt hier auch verschiedene Größen von Keilen. Ich habe mitgebracht, denn gerade an einem Stehschreibtisch ist eine Sache, da kannst du dich mal draufstellen kurz. Ich lege die mal hier kurz hin. Kannst du das super einbauen, indem du dich einfach draufstellst. Warte, wir machen das einfach mal so. Stell dich mal ruhig drauf, richte dich komplett aus und geh ein Stück nach vorne. Und dann spürst du hinten in den Waden. Ja, das zieht schon ordentlich. Genau. Und das ist halt eine super Übung, um das Ganze ja, immer mal wieder zu entspannen. Das heißt, wir dehnen das Ganze, der Muskel bekommt die Chance, sich zu lenken und hat halt dementsprechend weniger Spannung auf dem gesamten Körper. Und dadurch haben wir halt weniger Probleme mit dem Rücken. Ja, und dabei kann man ja auch super noch nebenbei arbeiten. Genau, das kann man hier direkt vor den Schreibtisch stellen und dann kann man währenddessen einfach ganz normal arbeiten. Und das Ganze sollte einen schönen, gesunden Mix haben. Ne? Also jetzt auch bei dir, dass du generell dich mal vorbeugst, zurückgehst, hoch und runter, dass der Körper halt wirklich sämtliche Positionen anfährt und nicht starr bleibt den ganzen Tag. Denn das ist eins der größten Fehler, dass wir uns fast gar nicht bewegen.
Ja, super. Und was sind so die Kosten von den Sachen, die du mitgebracht hast, so zum Beispiel von dem Band? Oder genau, das Band liegt zwischen 5 und 10 Euro, liegen solche Superbands oder Terrabänder. Viele kennen sie auch aus verschiedensten oder haben sie sogar schon zu Hause. So Keile liegen bei so rum die 20 Euro und der Ball so bei 30 Euro. Und da kann der Arbeitgeber ja einfach sich so ein kleines, bei mehreren Mitarbeitern als Tipp, ein kleines Regal sozusagen hinstellen und verschiedene Sachen anbieten. Und die Mitarbeiter können sich dementsprechend die Sachen einfach herausziehen und sich dementsprechend damit beschäftigen. Genau. Danke, Marc. Und falls ihr noch weitere Übungen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Das ganze Equipment von Marc findet ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann! Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.